Kann man doch mal mit euch reden? Alles klar. Okay, das haben wir schon mal gehört. Wir sollen also ganz da hoch. Hier können wir noch nicht durch. Die Map vergrößert sich so langsam. Ja, krass. Wie groß ist denn bitte diese Map? So, was haben wir denn hier? Rott haben wir 1 von 7, Hüte 1 von 4, Blumenschrein 1 von 2. Okay, das ist natürlich in so einer eher großen Welt, ist das schon nicht so einfach. Ich dachte, es wäre einfacher, aber hey, ist es nicht. Egal, wir geben unser Bestes natürlich, alles zu finden. Wenn es am Ende nicht alles ist, mein Gott, dann ist das so. So, ich würde gerne... Ich guck mal. In welche Richtung möchte ich denn überhaupt? Gerade ein bisschen verloren. Hier passiert gar nichts, wenn wir das machen. Dieses ganze verrottete Zeug hier kann man auch nicht zerstören. Na gut. Ich probiere es mal hier auf dem Weg. Machen wir nicht. Gucken, wo es hier hingeht. Hier sieht das Wasser sehr klar aus. Hier ist irgendwie eine kleine Wiese. Was gibt es denn hier? Gar nichts. Ich setze mal gerade unsere Maske auf. Aber auch mit der sehe ich hier in der Ecke gar nichts. Ja komm, dann schwimmen wir mal in diese Richtung. Ah, schön. Ah, ich kann die Natur geradezu riechen. Und hoch mit uns. Kommen wir hier hoch? Ja. Nice. Was ist das da hinten? Okay, da kommen wir nicht hin. Oder? Das sieht nicht danach aus. Wir bekommen ja irgendwann einen Bogen, ne? Das weiß ich ja. Ich meine, das hat man ja in den Trailern auch gesehen. Ich gehe davon aus, dass wir diese Dinger nur mit einem Bogen bekommen. Deswegen würde ich sagen, wir gehen erstmal der Story nach. Sind wir überhaupt noch auf dem richtigen Weg? Taros Baum. Hier geht es eh nicht weiter. Taros Baum, ja. Wir gehen mal weiter über diesen Baumstamm hier. Geradeaus also. Und ich möchte erstmal meinen Bogen bekommen. Denn ich gehe davon aus, dass wir den Bogen nur bekommen, wenn wir in der Story auch vorankommen. Das ist meine Theorie. Ob das jetzt stimmt, keine Ahnung. Hier geht's also hoch. Was gibt's hier? Nochmal ganz schnell. Ah, kommt mal her, Freunde. Wow. Aua. Auf ihn bitte. Ach, wir haben gar keine... Wir haben nicht genug Kraft. Jetzt geht das. So, auf ihn bitte. Zusammen machen wir ihn fertig. Komm. Das wird knapp. Können wir nochmal? Nee, ne? Das war ganz schön knappes Höschen. Haben wir gerade so geschafft. Boah, die Kämpfe gegen die sind schon echt teilweise... Wir müssen stärker werden. Wir müssen um einiges stärker werden. Hier sehe ich schon wieder so ein Ding. Ich gehe erstmal den Baumstamm hoch. Baumstamm hoch, hier. Den großen Baumstamm da. Wobei, wir könnten auch hier hochklettern. Und schauen uns erstmal an. Ah, sehe ich hier von hier irgendetwas? Nee, keine Fußspuren. Oh, guck mal da oben. Da müssen wir also hin. Da sind Fußspuren. Ich gehe mal gerade hier runter. Ich gehe davon aus, dass wir hier... Ah, guck mal. Hier kriegen wir einen neuen Freund dazu. Komm her. Nice. 13 von 15... Wenn wir 15 erreichen, haben wir die nächste Stufe erreicht. Und das ist schon mein Ziel. Ich glaube, das ist schon wichtig, dass man hier levelt.
Kann man hier hoch? Oh mein Gott. Wohin fliege ich hier gerade? So, jetzt aber. Jetzt gehen wir den Baumstamm hoch. Da oben ist unser Ziel. Aber was ist das hier? So, wunderschöner Sprung. Ja, gehen wir erstmal hier in diese Richtung. Wir haben aber bestimmt Fußspuren, oder? Doch nicht. Aber da hinten sind ein paar Früchte für unsere Freunde. Hier, bedient euch mal. Let's go. Schon alles gefuttert. Viel Fraße. So, kommt mit. So, ich möchte eine Armee aufbauen. Ob wir alle finden werden, weiß ich nicht, aber ich möchte so viele wie möglich natürlich finden. Der Rusu-Berg. Nice. Okay. Hier sieht schon alles sehr grün aus und wir haben hier wieder eine Warp-Station. Okay, Moment. Da gibt es auf jeden Fall noch einen kleinen Rott für uns. Kommen wir da hoch? Ich schwimme mal rüber. Ja, wir können auch den Baumstamm da rechts nehmen. Ich glaube, das ist einfacher dann. Im Wasser können wir die Maske nicht benutzen, oder? Nein. Das geht nicht. Ach, hier können wir gar nicht hoch. Tolle Wurst. Oh, meine Nase juckt. So. Sorry. Hier kommen wir noch nicht hoch. Ich glaube, das wird nichts. Oder kommen wir von der Seite irgendwie hoch? Hallo? Nö. Ich befürchte... Nein, das geht nicht. Wir sind umsonst hier geschwommen, leider. Da kommen wir nicht hoch. Wie kommen wir denn da hoch? Wahrscheinlich fehlt uns wieder irgendein Gegenstand, denke ich mal. Wenn nicht, tut's mir leid. Wahrscheinlich geht das auch so ohne irgendwelche Gegenstände, aber wir gehen erstmal hier nicht diesen Weg, weil da kommen wir niemals hoch. Wir könnten natürlich diesen Weg nehmen, ne? Der sieht schon sehr einladend aus. Oder wir schwimmen einfach in diese Richtung. Hier gibt es sehr viele, also es gibt hier sehr viele Möglichkeiten, sehr viele Wege, die wir beschreiten können. Und da ich mich gerne mal umsehe, machen wir das doch mal hier. So. Ah, schön. Ich glaube, wir finden hier einen kleinen Geheimgang hinter dem Wasserfall. So, hinter uns ist nichts mehr. Unsere ganzen Freunde sind da. Dann ab ins kühle Nass. Und dann probieren wir unser Glück mal hier. Hier kommen wir nämlich hoch. Das sieht schon echt geil aus, muss ich sagen. Also das ist... Gefällt mir sehr gut. Vom Grafikstil her. Erinnert mich so ein bisschen an Zelda. So ein Mix aus Zelda und Ratchet und Clank. So, und her damit. Mit dir, nicht damit. Du bist natürlich keine Sache, kein Ding. So, einen einzigen Rott brauchen wir noch. Das sieht hier nicht danach aus, als ob es hier einen Geheimgang gibt. Leider nicht. So, und wieder zurück. Habt ihr mir alle hinterher? Ja, ein bisschen langsam sind sie schon, aber ey. Kann nicht jeder so ein Schwimmweltmeister wie ich sein. Okay, Kena. Oh. Mit denen haben wir hier noch gar nicht gesprochen, oder? Dann machen wir das doch erstmal. Hi, Freunde. Rusu's house is so far away. Ja. Ist das so? See his lookout at the top of the cliffs. Ja, ich sehe es. Ich sehe es. Rusu's house okay. Is so die wiederholen sich. You can see his lookout at the top of the cliffs. Ist das so? Das hast du ja noch nie gesagt.
So, dann gehen wir doch mal hier hoch. Was zum Henker war das? Diese Musik. Wo bist du? Das scheint eine neue Art Gegner zu sein. Schwingt sich von Baum zu Baum. Ein affenähnliches Vieh. So, sorry. Ja, dann schauen wir nochmal. Das stinkt nach Kampf hier. Hey Freunde, ich bin's. Okay. Yes. Kena, die Kriegerprinzessin. So, so ein Angriff aus der Luft heraus wäre schon ganz nice. Okay, die kann man nur mit schweren Angriffen auseinandernehmen, die Schilde. Da ist schon wieder so ein Dicker. Au, au. So. So ein bisschen Energie wäre ganz nett. Dankeschön. Ich glaube, das sind die letzten beiden. Doch nicht, doch nicht. Da sind noch ein paar. Aua. Ah, komm. Ist immer noch einer. Oder zwei sogar. Wir kommen. Ich muss das Ding zerstören, oder? Da kommen ja immer mehr. Da kommt ein Nest. Also ich kämpfe die ganze Zeit gegen endlose Schergen. Bis ich das gecheckt habe, da oben ist dieser Affe. Das sind mehrere. Okay, okay, okay. Was ist, wenn ich hier... Nix. Dieser Stein sah so speziell aus. Okay. Ja gut, das hat ganz gut geklappt. Hier können wir auch noch mal ein bisschen grün machen. Warum auch nicht? Was bist du? Gar nichts. Du bist ein Nichts. Dann machen wir hier erstmal ein bisschen grün aus diesem ekelhaften grauen Ambiente. Ah, schön. Raum. So lässt es sich schon besser durchatmen. Sind hier irgendwo Rott, die wir aufsammeln können? Ah. Ah. Da gehen wir direkt hin. Yep. Na los, Freunde. Und ich glaube, wir haben jetzt 15, oder? Wenn ich mich nicht täusche. Level 2. Die Rott können jetzt mehr Aktionen ausführen. Noch mehr Aktionen. Was? Okay, ich guck mal gerade, ob wir vielleicht Upgrades aufnehmen können. Wir haben 180, wer heißt es nochmal? Karma. Und könnten... Ja, das hier können wir nicht. Tritt dem Kampf bei. Was heißt das denn? Starte den Kampf mit einer Rott-Aktion verfügbar. Verstehe ich nicht. Okay. Halte R2 und drücke Viereck, um einen Rotthammer zu erzeugen. Das hätte ich gerne. Das wäre nämlich... Wir sind eine Kampfmaschine, ich sag's ja. So, was... One of Tara's memories. I should see where it leads me. Absolut. Genau das tun wir auch. Ich schau nochmal gerade durch mein Messkin. Aber ich sehe hier nichts außer
Nee, ich sehe gar nichts. Es gibt keine Außer. So. Wir verfolgen mal die Erinnerung. War hier noch irgendwas? Ich glaube nicht, ne? Nö. Finde ich eigentlich ganz cool mit der Maske. So, dass man ein bisschen versteckte Dinge findet. Schon schlau. Da unten ist der Kampfplatz, wo wir gerade waren. Da wollte ich nicht nochmal hin. Okay. Du willst also da lang. Was ist denn hier? Was gibt's denn hier? Gar nichts. Hier schlittern wir nur runter. Hm. Was ist denn das hier? Maske verwenden. Ist das eine Erinnerung? Okay, da hinten haben wir wie so eine Träne. Was bist du? Du bist nur eine wunderschöne Blume, alles klar. Moment, ich guck mal gerade, kann man hier hoch oder schlittert man hier auch runter? Hier schlittert man runter. Was macht das für einen Sinn? Okay, zuallererst. Kann es sein, dass der ein bisschen größer geworden ist? Das Upgrade hat dir ganz schön gut getan, oder? Dafür. Ja, komm. Ist ein bisschen beweglicher, glaube ich. Habe ich das Gefühl. Nice. Nicht schlecht. Ich will volles Upgrade. Ich will das volle Upgrade haben. Ah, hier müssen wir hin. Okay, kommen Sie wieder. Bin sofort wieder da. So, ihr müsst mir helfen. Komm her. Alter, sieht aus wie so ein Bulle. Ich sage, die Steuerung ist etwas komisch. Hier mit Kena und diesem Rott bewegen. Ist schwierig. So, Drehung. Was gibt's denn hier Schönes? Interagieren wir mal. Ach ja, es gibt eine Menge Edelsteine. 1000, über 1100 haben wir jetzt. Wir können uns jede Menge Hüte leisten. Teilweise ist die Musik schon sehr episch, muss ich sagen. Gefällt mir richtig gut. So. Ich frage mich, was das mit der Blume soll. Die sieht so spezial aus. So special. Okay, wir müssen in diese Richtung. Das heißt, wir gehen hier und dann links, glaube ich. Geht das denn? Oh mein Gott. Das hat ja super geklappt. Wir müssen hier hochklettern, ne? Schlittert man hier? Ah, okay. Hier schlittert man überall. Okay. Dann bringt das nichts, darüber zu laufen. Geh mal hier lang. Mhm. Seid ihr noch bei mir? Ich guck ab und zu mal in die Maske rein. Durch die Maske durch. Weil es zeigt uns ja coole Sachen an. Und bevor ich irgendwas verpasse, guck ich da lieber einmal mehr rein. So, hier müssen wir aufpassen. Sonst schlittern wir runter. So, ein bisschen Futter für euch, bitte sehr. Lasst es euch schmecken. Ihr habt es euch verdient. Absolut sogar. Ah, es ist so schön. What's wrong with Russo's house? Warum? The trees look funny. Let's keep going.
Wir müssen diesen ganzen Weg bis da hoch. Boah. Ich meine, okay, wir sind ein Stück schon rangekommen, aber meine Herren. Ja, da ist Warp auf jeden Fall. Moment, wenn ich jetzt hier Warp drücke, kann ich einfach dahin reisen, überall, wo wir schon mal waren? Schlucht, Taros Baum, Waldpfad. Ja, sieht sehr einfach aus. Stückchen haben wir schon hinter uns gelegt. Ich möchte natürlich noch nicht reisen. Wir möchten hier natürlich weiter. Die Glocke macht gar keinen Ton. Okay. Ganz komische Glocke ist das. Vielleicht macht sie einen Ton, wenn ich... Alles klar. Das geht sehr tief runter hier. Ich glaube, das überleben wir nicht. Okay. Gehen wir weiter den beiden hinterher, den meinen Kiddies. Sehr weit geht's runter, aber was ist das hier? Gibt's hier vielleicht irgendwo einen Geheimgang oder so? Ich sehe keinen. Ich möchte mich auch nicht unnötig jetzt in den Tod stürzen. Das ist nicht mein Anliegen. Okay, wenn wir jetzt hier runterschlittern, ich weiß nicht, wo wir landen. Aber vielleicht will ich es auch gar nicht wissen. Wo muss ich denn jetzt hin? Wo muss ich hin? Muss ich runter? Oder was? Hä? Vielleicht da runter. Ja, gut, das könnte sein. So, was haben wir denn hier? Lustiges. Ein kleines Laternenspiel. Ja, das ist schon gefährlich, was wir hier treiben. Oh mein Gott. Uhu. Hier können wir drum herum. Also das erinnert mich jetzt wirklich an Uncharted und God of War und sowas. Alles schon cool gemacht. Mir gefällt dieser Grafikstil wirklich sehr gerne. Da haben sie echt gute Arbeit geleistet. Kann man da rüber? Oh. Okay, da geht's runter. Na, die traut sich aber was. Ganz schön mutig, die kleine Kena. Klein, aber oho. So. Geilster Spruch, ich weiß. Oh, wir sind ganz oben gelandet. Naja, ganz oben, nicht ganz, aber so einigermaßen oben. Ja, machen wir mal diesen Sprung hier. Wo muss ich jetzt lang? Hier oder unten? Ich geh mal hier lang. Wahrscheinlich ist das hier der richtige Weg, oder? Ich gehe nochmal kurz zurück. Moment. Das muss ich jetzt wissen. Kante greifen. Ah ja, okay. Runter, runter. Ich will nur mal sehen, was es hier gibt. Vielleicht gibt es hier irgendwas, irgendein Special, irgendein Bonus oder ein Secret. Vielleicht ist das aber auch der richtige Weg. Oh, nein, ist er nicht. Ja, geil. Geisterpost gesammelt. Liefere diese Geisterpost an das Dorf. Das heißt, diese ganzen Briefkästen gibt es nur im Dorf, nicht über die gesamte Map. Habe ich das richtig verstanden? So, nochmal runter. Dieses Trommeln zwischendurch immer. Die Musik gefällt mir echt mega gut von dem Spiel. Also da haben sie echte Atmosphäre mit reingebracht mit diesen Tracks. So, dann nehmen wir jetzt den richtigen Weg. Wenn das der richtige Weg ist, wahrscheinlich aber schon. So. War da noch irgendwas? Ich glaube nicht. Runter, runter. Die chillen einfach hier, weißt du? Und wir rackern uns einen ab. Die können einfach sich beamen. Das ist voll unfair eigentlich. So, und das war's.
Sind wir jetzt da? Noch lange nicht. Ja. Na komm. Yes. Ja. Nee. Ja, gut, gut. Ich glaube, wir sind... Ja, man sieht immer diesen Ausguck von da, wo man steht. Das ist eigentlich ganz angenehm. So weiß man, in welche Richtung man ungefähr muss. There she is. Was denn? The bridge is broken. Was? Maybe the rock can help. Das hoffe ich doch sehr. Okay, Moment. Wir reden erstmal mit den beiden. Wir reden erstmal mit den... Ja, you need so. To get across, Kena. Aha. There could be a relic over there. Dort könnte ein Relikt sein. Ja, dann müssen wir auf jeden Fall dahin. Freunde! Hurry! I don't think they can hold it for long. Oh, okay, wir beeilen uns. Lasst mich bloß nicht fallen, Freunde. Oh, danke. Toll gemacht! Können wir das von der Seite auch machen? Oder sind wir jetzt hier gefangen? So, was ist hier? Interagieren. This pack is tiny. It looks like it could have belonged to one of the children. Eine nächste Erinnerung also. Moment, was sagt uns die Maske? Nix. Die sagt uns absolutely nothing. Ah, da hinten ist die Erinnerung. Gehen wir direkt hinkommen. Mitten in diesem... Corruption is powerful. There must be a relic nearby. I need to find another way around. Es muss ein Relikt in der Nähe geben. Will sie mir sagen, wir sollen nicht weitergehen? Maske erstmal verwenden. The forest has become too dangerous, Toro. The village is the safest place for you. If you hurry, you can make it back before sundown. I'll come for you when my work here is done. Wer ist das? Ist das der alte Mann aus dem Dorf? Oder nicht so? Okay. Hier sehe ich gerade gar nichts mit unserer Maske. Ja, da müssen wir wahrscheinlich lang. Oder da? Okay. Ich gehe mal hier lang. Na, du Laterne. Dich mag ich auch gar nicht. Kann ich eigentlich eure Energie abzwacken? Nee, kann ich nicht. What the fuck? Wo ist der Dicke? Ja, die mit dem Schild. Nice. Komm her. Wo ist der Dicke? Siehst du das? Let's go. Wir schnappen uns nur die großen Gegner. Ah, der mit dem Schild schon wieder. Boah, der ist über unseren Angriff gesprungen. Ich fass es ja nicht. Warum hol ich mehr? Alter, die sehen ja aus wie so Mini-Guruts aus Guardians of the Galaxy. Von wo kommen die? Ich muss deren Nester zerstören. Oh mein Gott. Ja. Oh, schon wieder der mit dem Schild. Ich hasse es. Ja. Da kommt immer mehr.
Entweder das sind so viele oder ich verpasse hier irgendwie. Nein, 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 der schon wieder. Wo ist denn das Nest von denen? Ah, okay, okay. Vielleicht den großen einfach zerstören? Hat uns das gebracht? Das hat was gebracht. Muss man erstmal wissen, ne? So. Wir stellen uns mal hier aufs Podest. Das habe ich schon gesehen. Was? Okay, was funktioniert hier nicht? Wenn ich das benutze, öffnen sich nicht alle Portale. Moment, hier ist noch ein Rott versteckt. Ne, ist nicht versteckt. Hä? Wo soll das denn hin? Kann das hier drauf? Zum Beschweren? Vielleicht können wir dann näher ran. Stehst du? Nee. Der Stein reicht leider nicht. Verdammt. Wo soll denn der Stein hin? Der Stein der Weisen. Ich erreiche diesen Stein da nicht. Also diese Edelsteine da hinten. Jetzt erst. Okay, das bringt also nichts. Wo bringt mir denn so ein Stein irgendwas? Das Objekt. Was ist denn das für ein Objekt? Ist doch einfach nur ein Stein, oder? Ein einziges wird dadurch aktiviert. Das linke. Dass einer fehlt, der da oben fehlt. Komisch. Sehe ich irgendwas? Ist das etwa ein Geheimgang hinter dem Wasserfall? Natürlich nicht. So. Das bringt alles nichts. Hä, was soll ich denn machen? Ich komme noch mal wieder. Ich komme noch mal wieder, weil das ist ja nicht der einzige Weg hier. Vielleicht fehlt uns auch irgendwas. Vielleicht fehlt uns auch irgendein... Aber da müssen wir hin, ne? Das ist schon eigentlich unser Ziel. Verdammt. Ich gucke mich trotzdem erstmal hier um. Vielleicht finden wir noch irgendwas. Irgendeinen Anhaltspunkt oder irgendein... Ja, anscheinend nicht. Offensichtlich finden wir hier gar nichts, außer den Tod. Ja, nicht husten, alles gut. Oder wir warpen uns erstmal in die City. Wir haben ja so ein Ding bekommen. So ein... das ist der Geisterpostlieferung. Da müssen wir hin. Ja, zum Dorfzentrum. Wir gehen erstmal dahin zurück, schauen uns da erstmal die Hütesammlung an. Vielleicht haben wir ja ein paar neue Hüte. Warum auch nicht? Dazu gehen wir einfach zum Hutladen. Zum Shop. Okay, wir haben einen gelben Pilz, eine Schleife. Haben wir alles ausgerüstet, ne, jetzt? Ja gut, zwei Hüte haben wir gehabt. Immerhin. Immerhin etwas. So, in welche Richtung müssen wir denn? Wir müssen hier lang und dann links. Nächste Straße links, bitte. Unser Siri ist da sehr genau. Hier also links, ja? Na, siehst du mal. Guck mal. Dann können wir das schon mal machen, warum auch nicht. Vielleicht kriegen wir hier irgendwas Interessantes. Nice. Jawoll. Und tschüss.
schön. Sieht doch schon viel einladender aus hier. Und er bedankt sich selbstverständlich. Das habe ich doch sehr gerne gemacht. Sehr, sehr gerne. Ich werde jetzt erstmal dein Haus ausnehmen. Voll nett. Ja, die Kiste gehört mir. Jede Menge Diamantos. War da noch was? Ach, hier ist noch eine Kiste daneben. Noch ein paar Diamantos und noch eine Kiste. Ah, sieh mal an. Eine Menge Geld, eine Menge Schotter. Ist im Garten noch irgendwas? Ja, yeah, na klar doch. Over there. Over there. Ich muss immer noch sagen, es ist sehr schade. Ich meine, ich persönlich habe nichts gegen englische Sprachausgaben, aber das wäre doch hier perfekt für deutsche Synchro. Right there. Right there. Einsammeln, komm her. Du gehörst jetzt zu unserem Clan. 35! Wir müssen 35 insgesamt haben, damit wir an die nächste Stufe rankommen. Ein neuer Hut. Was ist das, ein Marienkäfer? Marienkäfer, natürlich, was auch sonst. Das ist schon süß. Das ist echt süß. So, haben wir hier alles? Ich glaube schon. Können wir nochmal zum Hut laden? Können wir einem unserer Friends, können wir mal den Hut, den neuen, den Marienkäfer aufsetzen? Warum auch nicht? Wenn wir es haben? Wir kriegen bestimmt eine Trophäe dafür, irgendwann. Wenn wir genug Rott Hüte aufgesetzt haben. So, ausrüsten. Achso, macht er automatisch, ne? Ja, die Hälfte. Knapp über die Hälfte haben Hüte. Die anderen leider noch nicht, aber ihr kriegt noch welche. Versprochen. Versprochen. So. Okay, ich würde sagen, wir kommen hier eh nicht weiter, ne? Wir kommen also hier Westen nicht, Norden nicht. Wir müssen hier irgendwas machen. Also, wahrscheinlich habe ich einfach nur den... Also, das Rätsel nicht gecheckt. Das kann natürlich sein. Und dafür entschuldige ich mich. Aber ich bessere mich auch. Finde Rusu. Suche nach Rusu an seinem Ausguck auf den Klippen. Machen wir. Ja, bitte zu Rusus Haus. Was ist das für ein Rätsel? Was können wir hier... Ach, das ist sein Haus hier. Ach so. Ja, okay. Ja, das sieht nicht so schön aus hier. Wir sollten ihn da befreien, wenn er da drin noch ist. Aber dafür... Müssen wir erstmal dieses Rätsel hier lösen. Oh Gott. Oh mein Gott. Rott verwenden. Wohin damit? Ich meine, ich hätte jetzt gesagt, wir stellen es hier drauf, damit es beschwert. Damit es einfach nur beschwert. Und dass wir da nicht draufstehen müssen, wenn wir... Aber es beschwert gar nichts. Das heißt, die Kena ist schwerer als so ein fetter Klumpenstein. Das lasst ihr mal auf der Zunge zergehen. Kena. Was ist das hier? Das sah aus wie so ein komischer Eingang. Ja, irgendwie das Ding hier, ne? Der muss aktiviert sein. Der hier natürlich. Aber dafür müssen wir auch hier stehen. Was ist das eigentlich? Ich probiere mal gerade was aus. Ich dachte mir gerade, dieser Stein, der sieht oben aus wie so ein Diamant. Vielleicht leitet der es weiter. Und hier sehe ich gerade, das sieht doch nach einem perfekten Platz dafür aus. Ich glaube, das wird sein, oder? So, lass den mal da stehen. Knifflig. Ja, ist schon knifflig. Das sieht man nicht sofort. Man denkt sich halt, okay, da ist ein Stein. Aber dass man da diesen Edelstein drin sieht, das habe ich erst gar nicht gesehen. Ehrlich gesagt. Habe ich echt nicht gesehen. Sorry.
Wahrscheinlich seid ihr schon am Durchdrehen, von wegen, oh, wieso sieht er das nicht? Es tut mir ja leid. Schön, schön, schön. Ist das mein Tod, wenn ich... Ja, das ist mein Tod. Wir sollten hier drüber springen und uns festhalten. Im besten Fall, ja. Ja, das Loch hat keinen Boden, glaube ich. Das bodenlose Loch. Sieht nicht so einladend aus. So. Ist schon geil gemacht. Also mit unserem Impuls, dass wir dadurch irgendwelche Lampen hier anmachen und leuchten. Ist schon geil gemacht, muss ich sagen. So, wo kommen wir jetzt lang? Da hinten. Ah, wunderbar. Und ab dafür. Sehr schön. Okay, das... Oh. Boah, den Steg habe ich ja gar nicht gesehen. Das stinkt nach Bossfight. Das stinkt sehr. Ich kann es riechen. Und sehen. Hey, Groot. Ich bin Groot. Nein, das ist Kappa. Wow. Was bist du denn so aggro? Okay. Komm her. Hat dich erwischt? Oh mein Gott, da kommt ja wieder so ein kleiner Furz. Okay, der verschwindet. Immer wenn wir in seine Nähe kommen. Okay, irgendwie muss man den anders erwischen. Wo ist er? Was ist, wenn ich das Ding abwehre? Ich probiere das mal abzuwehren. Oh nein, 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 Moment. So, wir halten ihn fest. Ja, das ist richtig. Sag mal. Du spinnst wohl. Wo ist denn dieses da? Wo ist der? Wir haben nicht genug Energie, leider. So, jetzt aber. Okay, der ist schon mega gefährlich. Ah, der haut schon richtig zu. Wo ist er hin? Ach, da oben. Was dreht der denn so durch? Ich sehe nichts. Lädt sich das Ding ja eigentlich nochmal auf? Okay. Ja, zur Hälfte haben wir den Kappa, ja. Wo ist er, wo ist er? Okay. Ein Schlag noch. Nein, es war einer zu viel. Mann. Aber wir haben ihn gleich. Das lief super gut. Na los. Mach dem Ding mal ein Ende hier. Sehr, sehr schön. Oh, wunderbar. Boah, ich hatte kurz das Gefühl, wir kriegen das nicht hin.
Aber hey, wir sind schon gut. Wir sind schon nicht schlecht. Was ist hier oben eigentlich? Was geht hier für eine Party? Oh, schöne Kisten. Ich will auch so einen Stock haben, weißt du? Einfach einmal auf den Boden tippen und Dinge öffnen sich. Das ist schon praktisch. Sehr, sehr praktisch. Mal gucken, was wir hinter diesem Räumchen haben. Was ist das, ein Aufzug? Das sieht aus... Es ist ein Aufzug. Ein Aufzug an einem Seil. Okay, ich guck nur mal gerade, ob wir hier noch irgendwas finden. Da ist was. Merci, merci. So, ich komme sofort. Ja, ich glaube, sonst gibt es hier nichts. Ja, dann let's go. Es geht aufwärts. Ja, ja, klar. Natürlich, weil wir wollen ja hoch auf den Ausguck. Ist das so? Ja, geil. Cool, wir sind jetzt oben angelangt. Ah, was bist du? Nichts. Wir sind also oben angelangt. Und zu Herrn Russo gehen wir auf jeden Fall noch. Aber das machen wir in der nächsten Aufnahmesession. Ich sehe schon seinen Ausguck. Das Spiel macht schon echt Laune, muss ich sagen. Die Farben sind echt traumhaft schön. Die Musik gefällt mir sehr, sehr gut. Die Grafik an sich gefällt mir sehr gut. Und das Spielprinzip ist echt mal was anderes. Also wir haben hier diese kleinen Helferlein, die wir dabei haben. Wir können immer mehr von denen sammeln und die folgen uns überall hin. Ich werde versuchen, so viele wie möglich zu sammeln, weil ich will sehen, wie das aussieht, wenn wir irgendwann wirklich eine Armee haben. Wird geil. Ich freue mich sehr drauf. Ich hoffe, ihr auch. Lasst mir noch gerne in den Kommentaren da, wie ihr das Spiel findet. Like da lassen, Abo da lassen, natürlich. Und vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahmesession. Bis dann. Adios, amigos. Ciao, ciao.